So, und damit guten Morgen. Weil ich aber nicht weiß, wie viel ihr hier gerade sehen könnt, würde ich sagen, switchen wir mal kurz in den Flughafen. So, gleich viel besser. Und zwar geht es für mich heute nach London, denn Honor hat mich eingeladen. Die stellen das Smartphone vor und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Weil ich würde sagen, jetzt erstmal weiter zum Check-in, da müsste dann auch schon der gute Marvin warten. Und da ist das Flugzeug und es regnet. Vielleicht hätte ich meine Jacke doch nicht in den Rucksack packen sollen, aber egal. Gleich bin ich ja im Flugzeug und es ist kalt und nass. Ja. Und da bin ich. Ziemlich verregnet da draußen. Der ist auch da und der muss schon ein bisschen vor mir gelandet sein. Aber ich würde mal sagen, dann auch erstmal was frühstücken gehen und dann weiter. Ja, Mann. Auch endlich da. Auf den Tacho geguckt? Ja. Ihr seid so früh. So, die Sache ist, wir sind zwar gelandet mittlerweile, aber das heißt noch nicht, dass wir wirklich in der Innenstadt sind, denn der Flughafen ist ziemlich weit außerhalb und wir müssen jetzt mit dem sogenannten Heathrow Express noch nach London reinfahren und dann sind wir aber in London und werden da, denke ich, auch mal was frühstücken und uns die Stadt auch noch ein bisschen angucken, denn wir haben noch Zeit, bevor das Event losgeht und ich persönlich war noch nie in London und deswegen möchte ich die Zeit natürlich auch ein bisschen dafür nutzen. Ist das geil, wir hatten hier gerade Ticketkontrolle und man kann dieses Ticket hier für den Heathrow Express einfach in sein Wallet am iPhone hinzufügen. Ja, Jorma hat das gemacht. Oder man heißt Marvin und drückt das ganz einfach aus. Also sowas nennt sich Technikbegeisterung. Ich finde das mega krass. Ich laufe gerade das erste Mal so durch London und sieht einfach komplett anders aus als bei uns, so eine normale Stadt in Deutschland. Die Straßen sind anders, alles so ein bisschen rustikaler. Aber ich finde das mega nice, so, dass man einfach mal Abwechslung sieht. Und ich finde alleine dafür hat sich jetzt gelohnt, hier so früh aufzustehen, um dann jetzt einmal durch die Stadt laufen zu können. Oh yeah. Ich bin jetzt gerade hier im neuen Apple Store. Nach dem neuen Designkonzept, die haben hier einfach mal Bäume drin und die Tische, alles voll entspannt. Und der Vibe ist mega cool. Ich meine, gebt euch das mal. Man hat hier so voll viele grüne Stellen und so voll die coolen Kontrastfarben. Und an den Bäumen, da hat man auch verschiedene Sitzmöglichkeiten und so. Und man kann hier einfach mega entspannt chillen in diesem Store. Voll geil. So viele M&M's auf einmal habe ich noch nie gesehen. Okay, aber damit jetzt mal genug. Ich habe mir die Stadt jetzt ein bisschen angeguckt und mein erster Eindruck hat sich tatsächlich bestätigt. Ich finde die Stadt mega cool. Es gibt aber eine Sache, die mich aktuell noch etwas abnervt. Einfach, weil ich daran nicht gewöhnt bin. Und das ist das Verkehrssystem, nämlich der Linksverkehr. Das ist für mich als Deutschen dann einfach dementsprechend eine ziemlich große Umstellung. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen häufiger oder länger hier ist, dann hat man das auch ziemlich schnell raus.
Aber für mich ist es aktuell, wie gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig. So, aber jetzt erstmal registrieren für das Event und dann mal gucken, wann es hier losgeht, ob es irgendwie noch was zu essen gibt oder so. Und vor allem auch Jacke und Rucksack und so loswerden. Aber wie gesagt, zuerst mal registrieren, damit wir hier überhaupt reinkommen. Ein Smartphone für unter 300 Euro mit einem 18:9 Display und dünnen Display-Render. Ich bin gespannt. I also really use opportunity to thank honored customer, honored partner, also our friend gave honored big support. Thank you very much. Thank you. So, das war jetzt insgesamt ziemlich interessant. Wir haben zwei Smartphones bekommen, nämlich einmal das Honor 7X, welches eher so im unteren Preissegment angesiedelt ist für, ich glaube, es waren 300 Euro. Dann noch das Honor View 10, was sozusagen die Premium-Variante ist. Die hat auch nochmal deutlich bessere Hardware, bessere Kameras, aber kostet eben auch 500 Euro. Aber selbst das ist für die verbaute Hardware noch ein ziemlich fairer Preis. Und ja, jetzt bin ich gespannt, die Geräte mal in echt zu sehen und in die Hand zu nehmen, weil diese blaue Farbe, die sah schon verdammt gut aus. So, wir sind mittlerweile im Hotelzimmer von Felix und das Hotelzimmer ist echt... Hotelzimmer? Ich also, würde sagen, das ist ein Technikraum! Das ist wirklich ein purer Technikraum. Also, man kann hier eigentlich alles machen, aber schaut ja am besten mal im Vlog von Felix an. Weil kurzes Nichtbeak, man kann alles das gezeigt. Licht verändern, man kann Sachen auf dem Fernseher streamen oder die dort vorhandene Filmbibliothek nutzen, man kann die Jalousie mit einem iPad bedienen, die Temperatur, man kann sich wecken lassen von den Lichtern alles. Im Raum und... Ja. Und was auch noch geil ist, die Minibar, die ist inklusive und ich nehme erstmal ein Getränk für den Weg mit, denn mein Hotel ist leider noch mal 2 Kilometer weiter. Entschuldigung. Und da hat Felix einfach mal das Licht ausgemacht. Nee, was ich sagen wollte, mein Hotel ist 2 Kilometer weiter, weil wir eben alle in verschiedenen Hotels sind, weil nicht genug Platz war. Und da laufen wir jetzt noch hin und mit Stärkung für den Weg habe ich was zu trinken. Doch, klar, hier. Geil. Selbes Layout. Jawohl. Ich weiß, die Dusche leuchtet, das so. Fernseher ist am Start. Ein iPad. Damit da fühlt sich direkt zu Hause hier. Ja, ne? Ja, genau. Oh, was cool. Im Hotel? Ich fühle mich wie zu Hause. Ja, und wie ihr seht, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und der Grund, dass ihr diese Aufnahme jetzt von hier seht, ist, dass ich gerade, wie ihr eben vielleicht gesehen habt, schon im Schnitt bin und festgestellt habe, dass diese Aufnahme aus dem Hotel, wo ich mich noch über die mega smarten Features gefreut habe, die letzte Aufnahme war, wo der Ton war, weil danach muss ich wohl irgendwie an den Ausschalter vom Mikrofon gekommen sein und der Ton, der war nicht mehr zu gebrauchen. Aber ich habe natürlich noch mehr erlebt. Zum einen waren wir noch mal ein bisschen was essen. Das war auch ziemlich cool, mit den ganzen Leuten, die auf dem Event waren. Bisschen was essen, schön lecker Steak und so, mega nice. Dann war ich abends noch mit Felix und auch Jorma ein bisschen unterwegs. Wir sind so durch London nochmal gelaufen, haben uns die Stadt ein bisschen angeguckt bei Nacht. Und dann am nächsten Tag war ich nochmal mit Jorma tagsüber unterwegs. Und ich würde sagen, davon seht ihr jetzt gleich auch nochmal ein paar Cinematics. Und danach würde ich sagen, verabschiede ich mich nochmal. Aber diese Aufnahmen, die müsst ihr euch einfach erstmal ansehen.
Aber ja, das soll es mit diesem Vlog gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ich persönlich fand den Trip nach London mega cool. Also einmal vielen Dank an Honor, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt, dass das Ganze jetzt möglich war, dass ich mir auch London nochmal angucke und auch das Smartphone oder besser gesagt die beiden Smartphones, welche ihr vorgestellt habt, die machen erstmal einen ziemlich coolen Eindruck. Aber mit diesem Video soll es gewesen sein. Also hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Also bis dahin. Ciao.